Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de. Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Blockfabrik in Berlin wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raul Krauthausen. Herzlich willkommen, danke. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face. Diesmal mit dem Künstler, Autor und Comedian Shahak Shapira. Hi. Ah, hallo. Na? Schön, dass du da bist. Wer dich vielleicht über das Internet kennt, der wird in den letzten Monaten dich gekannt haben, vor allem durch deine zahlreichen Aktionen. Aber damit wir vielleicht auch das Publikum darüber aufklären, um was es genau geht und was du für Aktionen machst, haben wir einen kleinen Einspieler mitgebracht. Mhm. Und zwar von deiner Hey Twitter-Aktion, ein Aktionskunstprojekt von dir. Und worum es dabei ging, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe in den letzten 6 Monaten circa 450 Hasskommentare gemeldet auf Facebook und auf Twitter. Die Aussagen, die ich gemeldet habe, waren keine Beleidigungen oder satirische Aussagen, sondern absolut ernst gemeinte Gewaltandrohungen, Homophobie, Ausländerfeindlichkeit oder Holocaustleugnung. Also Dinge, die niemand sagen sollte und auch niemand lesen sollte. Bei Facebook waren es 150 Kommentare, die ich gemeldet habe. 80% davon wurden entfernt. Das hat in der Regel 1 bis 3 Tage gedauert. So, und bei Twitter habe ich über 300 Tweets gemeldet. Darauf habe ich innerhalb von 6 Monaten genau 9 Antworten bekommen. Und all diese Antworten besagten, dass kein Verstoß gegen die Twitter-Regeln vorliegt. Das war's, auf die restlichen gab es keine Reaktion. Ich habe keine einzige E-Mail bekommen, dass ein Tweet entfernt wurde. Und dann dachte ich, okay, wenn Twitter mich zwingt, diese Dinge zu sehen, dann müssen sie es auch zu sehen bekommen. Von all den Hass-Tweets, die Twitter nicht gelöscht hat, habe ich mir 30 ausgesucht. Wir haben aus ihnen Schablonen gemacht und jetzt werden wir nach Hamburg fahren und diese Hassbotschaften direkt vor Twitters Büro sprühen. Diese Aktion wird nie groß genug sein, um überhaupt zu visualisieren, wie viele von diesen Botschaften auf Twitter stehen. Aber vielleicht können wir zumindest so einen kleinen Denkanstoß bewirken. Was ich an der Aktion so mag, ist, dass du es einfach gemacht hast. Und, das mag ich auch an der Aktion. Du hast in der Long Version von dem Video hast du gesagt, dass alles mit einer gelben Weste in Deutschland einfach ernst genommen wird. Ja, das ist ein Tipp für euch, falls ihr irgendwie Scheiße bauen wollt im öffentlichen Raum. Einfach eine Warnweste anziehen. Ihr könnt mit allem durchkommen. Ist super. Finde ich auch, ist ein guter Tipp. Also wenn man zivilen Ungehorsam üben möchte, dann in einer gelben Warnweste. Gab es Reaktionen von Twitter? Nein. Bis heute nicht? Nein, Twitter ist alles scheißegal. Waren das eigentlich nur Tweets, die gegen dich gerichtet waren? Die du keine davon waren gegen mich gerichtet. Ich habe Leute gefragt, ich habe Leute gebeten, mir ihre Hass-Tweets zu schicken. Es war Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Frauenfeindlichkeit, Schwulenfeindlichkeit sehr viel. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass wenn Leute im Internet, sagen wir mal, durch solche Aktionen Aufmerksamkeit erregen, sehr schnell der Vorwurf kommt, dass man ein Selbstdarsteller sei. Ja, wen soll man als Künstler sonst darstellen, wenn sich selbst nicht? Ich kann ja nicht dich darstellen in meiner Arbeit, ich kann ja nur mich darstellen. Das ist so ein billiger Vorwurf.
Das ist, dafür ist Kunst da, um sich selbst darzustellen in irgendeiner Art. Manche Leute übertreiben das. Für mich sind Selbstdarsteller Leute, die halt nichts eigentlich von sich selbst wirklich darstellen, sondern, weiß ich nicht, ein fucking Dschungelcamp gehen und da sich selbst darstellen auf irgendeine Art. Eine andere Aktion, die du gemacht hast, nennt sich der Yolocaust oder Hashtag Yolocaust. Mhm. Das Projekt ist leider im Internet so nicht mehr zu sehen, weil letztendlich du erfolgreich warst. Ja, ich finde das nicht so schlimm. Nee, genau. Aber jetzt für den Zuschauer ist es natürlich ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was die Hashtag-Aktion Yolocaust war? Kennt ihr das Holocaust-Mahnmal? Ja, okay, es wäre ein bisschen komisch, wenn ihr es nicht kennen würdet. Mir ist aufgefallen, vor ein paar Jahren schon, dass viele Menschen diesen Drang haben, da Selfies zu machen, was an sich okay ist. Aber ich habe gemerkt, manche Leute machen das Selfies, die sollten nicht sein. Leute haben angefangen, da so Selfies zu machen beim Grillen und Yoga machen und irgendwelche Leute, die pinke Bälle da jonglieren. Und es ist ein Mahnmal, es ist ein Holocaust-Mahnmal. Es ist nicht so cool. Ich habe mir irgendwann gedacht, okay, vielleicht müssen sie ein bisschen wachgerüttelt werden. Und dann habe ich diese Fotos genommen, diese Selfies, die Leute öffentlich ins Internet hochgeladen haben. Und ich habe die Leute genommen und sie mit Photoshop in echte KZ-Bilder reinmontiert. Ich kann mich erinnern, es waren dann 12 Bilder, glaube ich. Ja, ja, ich habe eine Webseite gebaut und dann bist du draufgegangen und du hattest diese normale Bilder und dann bist du mit der Maus drauf und dann waren diese Leute plötzlich in Auschwitz oder in Buchenwald oder Treblinka. Mit ihrer Pose, mit pinken. Mit ihrer Pose, ja. Es sah verstörend aus, aber das sollte es auch sein. Und die Bilder sind dann nicht mehr im Internet, weil? Ich habe den Leuten natürlich die Möglichkeit gegeben, sich selbst zu, also sich bei mir zu melden und sich zu entfernen zu lassen, ihr Bild. Sie mussten nur eine E-Mail schicken an undoschme@yolocaust.de. Und dann habe ich die Bilder runtergenommen. Das heißt, du wolltest, dass die Leute sich einmal bekennen, beziehungsweise reuig sind oder irgendwie. Nee, sie mussten nicht reuig sein oder sich gar bekennen. Sie mussten mir nur eine E-Mail schreiben. Und ob sie jetzt einsichtig gewesen wären oder nicht, das wäre jetzt egal. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich sie alle erreiche, weil das waren Menschen aus aller Welt und tatsächlich das Projekt haben 100 Millionen Menschen gesehen. Das heißt, nach einer Woche haben mich alle 12 Menschen angeschrieben. Wow. Und sie waren fast alle auch einsichtig. Also ich hätte ihr Bild so oder so entfernt, aber es war cool, dass sie es eingesehen haben, dass sie selbst diese Selfies von ihren Profilen auch entfernt haben. Das heißt, es ist eigentlich kein Projekt, das nur präsentiert hat, so schlimm ist die Welt oder so verlogen ist die Welt, sondern es hat wirklich auch zu einer Interaktion geführt, zu einem Dialog mit dem Zuschauer. Ja. Ja, das tat es. Und es gab auch viele, also das Projekt wurde viel benutzt in Universitäten und in Seminaren. Leute haben Arbeiten darüber geschrieben. Es ist immer schwer abzuschätzen, wie viel es bewirkt hat. Aber ich bin kein Aktivist wie du. Also ich weißt du, Kunst hat gar nicht für mich den Anspruch, die Welt zu verändern. Ich freue mich, wenn sie es tut, aber sie muss es nicht. Sie muss nur Dinge ins Rollen bringen. Aber hattest du das erwartet als Reaktion? Dass das klappt? Das ist so international so? Nee. Oder dass alle 12 sich melden und nicht nur 11? Nee. Nee, das war nicht abzusehen, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt. Eine andere spannende Aktion, die ich persönlich sehr gefeiert habe, war eine Aktion, die du zusammen mit der Partei, die Partei gemacht hast, wo ihr 31 AfD-Facebook-Gruppen als Admins gekapert habt. Das ging auch ganz schön durch die Presse, kurz vor der Wahl. Mhm. Dazu haben wir uns einen Einspieler mal besorgt. Den zeigen wir mal. Liebe Mitbürger, mein Name ist Shachar Shapira. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist ein altpreußischer Name. Wenn Sie dieses Video sehen, sind Sie eines von 180.000 Mitgliedern der 31 geheimen AfD-Facebook-Gruppen, die von nun an unter der Führung der sehr guten Partei, die Partei, stehen. Sprechen wir aber kurz darüber, warum Sie hier sind
Oder noch besser, wie sie hierher gekommen sind. Die meisten von ihnen sind männlich und 40 bis 50 Jahre alt. Sie sind noch nicht so lange im Internet und kennen sich hier auch nicht so gut aus. Aber irgendwann hat man sie in eine dieser Gruppen eingeladen. Und dann bekamen sie plötzlich ganz viele Freundschaftsanfragen von fremden Menschen, die sie immer in mehr Gruppen hinzugefügt haben und so weiter und so fort. Bis ihre Timeline nur noch aus AfD-Werbung, Fake News und Hetze bestand. Und wissen Sie was? All diese Gruppen, die wurden nicht mal von echten Menschen gegründet, sondern von Bots. Ja, Fake-Profile, die einfach ganz viele Freunde adden, bis es nicht mehr geht. Dann gründen sie Gruppen und fügen all ihre Freunde hinzu. Dann bespielen sie mit Hilfe von Algorithmen all diese Gruppen gleichzeitig mit Inhalten und übergeben die Leitung an echte AfD-Mitgliedern für den Fall, dass sie gelöscht werden. Verstehen Sie? Sie werden von Robotern verarscht. Wie in der Matrix. Alle 31 Gruppen werden von einem AfD-Mitglied namens Anne Teska administriert und von einem Mann namens Benjamin Haupt moderiert. Der ist übrigens auch Vorstandsvorsitzender des AfD-Kreisverbandes Speer, also unter dem Landesvorsitzenden Uwe Junge, der von der Existenz der Gruppen genau zu wissen scheint. Wohl auch wie Frauke Petri. Alle Posts, die der AfD kritisch gegenüberstehen, werden auf Anweisungen der Admins entfernt. Mit Hetze wird bei weitem nicht so kritisch umgegangen. Mein Team und ich haben die Gruppen vor 11 Monaten infiltriert. Nun übernehmen wir die Macht. Das ist eine gute Nachricht für Sie, denn von nun an werden Sie ausschließlich von echten Menschen verarscht. Was ich mich da als allererstes gefragt habe, wie zum Teufel seid ihr Admins dieser Gruppen geworden? Mit viel Durchhaltevermögen und also, Konsistenz. Wir haben uns die Adminrechte geben lassen, wir haben nichts gehackt oder so. Ich habe ein paar stille Partner, die haben die meiste Arbeit gemacht. Und sie haben diese ganze Nazi- und AfD-Szene, was sehr miteinander verschmelzt gerade, 11 Monate lang infiltriert. Und irgendwann, da haben wir sie überredet, uns einfach die Adminrechte zu geben. Und dann habt ihr die anderen Admins rausgeschmissen, oder wie? Ja. aber das heißt, ihr habt 11 Monate gebraucht oder gab es sogar eine Zeit davor noch? Ne, 11 Monate gebraucht für das Ganze, für den Prozess. Hast du das Gefühl, das hat was gebracht? Natürlich hat es was gebracht. Das war ein Netz mit 180.000 Mitgliedern. Da wurde Hetze gepostet, da wurden irgendwelche Hitlerbilder gepostet und NPD-Propaganda, was komisch ist, weil es Gruppen eigentlich von der AfD waren. Aber ja, das ist alles eh das Gleiche. Und wir haben dieses Netzwerk zerstört. Natürlich musste es zerstört werden. Also lieber ist es zerstört, als es da ist. Und natürlich hat es was gebracht. Wie viel es gebracht hat, ist eine andere Sache. Aber die Partei hat ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Es ist nicht viel, aber es war 1%. Das war mehr als ich glaube, das höchste Wahlergebnis. Dank mir eigentlich. Ja, eigentlich bin natürlich. Ich der. Gab es auch strafrechtliche Konsequenzen? Von wem? Nee, also dass letztendlich ihr dadurch Hass entdecken konntet, den man ahnden konnte? Nee, das Einzige, was es gab, war, dass meine Mutter 2 Wochen lang unter Polizeischutz stehen musste, weil jemand von den AfD-Totenkopf-Standarte ihre Adresse rausgefunden hat. Und meine und die von meinem Bruder. Ja, das war nicht angenehm. Krass. Hat sich die AfD dazu jemals geäußert? Zu den Gruppen? Zu der Aktion, die ihr gemacht habt? Ja, die haben sich super geäußert dazu, so wie die es immer tun. Das war lustig, weil Alice Weidel, glaube ich, meinte, ja, die Gruppen wären von der Antifa erfunden worden und selbst angelegt. Und dann meinte André Poggenburg, der immer schlaue Dinge sagt. André Poggenburg sagt nur schlaue Dinge, seit er auf dieser Welt existiert. Er sagte, dass er uns gerne verklagen möchte, weil wir die Gruppen der AfD geklaut hätten. Die hätten sich vielleicht vorab sprechen müssen. Ja. Kommen wir zu einem anderen Thema. Du hast vor 2 Jahren dein erstes Buch geschrieben und veröffentlicht. Ja. Es ist autobiografisch und heißt, das wird man ja wohl noch schreiben dürfen, wie ich der deutscheste Jude der Welt wurde. Ja, der letzte Satz ist ein Fehler. Inwiefern?
Ich bin nicht mal Deutsch und Jude auch nicht wirklich. Also ich bin jüdischer Herkunft, aber das kann man in Deutschland nicht, das verstehen viele Deutsche nicht. Ich bin nicht gläubig, diese Kippa ist sehr irreführend von mir. Das ist meine Schuld. Ich glaube, man versteht es, wenn man das Buch liest tatsächlich. Das ist tatsächlich sehr gut geschrieben. Danke. Und auch sehr humorvoll. Gleichzeitig aber auch bleibt einem in der einen oder anderen Situation wirklich so ein Kloß im Hals stecken. Mhm. Weil das ja schon auch alles keine leichte Situation war, als du mit deiner Familie nach Deutschland gekommen bist. Also ich finde, die Medien in Deutschland versuchen das auch sehr gerne, auch mit Menschen jüdischer Herkunft, sie gerne, jedes Mal, wenn das thematisiert wird, wenn es um Juden geht, dann geht es um Holocaust und Antisemitismus. Und man möchte sie sehr gerne als Opfer darstellen. Ich habe entdeckt, dass es eigentlich ganz gut ist, dich selbst zu verarschen, weil dann kann dich niemand mehr verarschen, wenn du dich selbst verarscht hast. Und da bist du kein Opfer von niemandem, außer von dir selbst. Und damit kann ich gut leben. Wenn man dich kritisiert, dann beobachte ich schon auch, also wenn wir mal die ganzen Trolle und Hater weglassen, ja, und Leute wollen dich kritisieren, haben aber Angst, dich zu kritisieren, weil sie dann schnell als Antisemiten gesehen werden könnten. Ja, was soll ich sagen? Und dann gibt es so eine Art Weißhemmung. So ähnlich wie, wenn man mich kritisiert, dass man dann gleich behindertenfeindlich ist. Also ich erlebe das selber. Aber das ist behindertenfeindlich, sowas zu sagen. Also zu sagen, du kannst keine Kritik ab, weil du behindert bist. Weil das ist die Schlussfolgerung. Ist genau zu sagen, ja, ich kann dich nicht kritisieren, weil sonst werde ich als Antisemit abgestempelt. Ja, das ist eine antisemitische Aussage, wenn du darüber nachdenkst. Weil du sagst, ich hätte mehr Privilegien als die anderen und man könne mich nicht kritisieren und deswegen werde ich nicht kritisiert. So, jetzt kommen wir genau an den Punkt, auf den ich nämlich hinaus möchte. Du möchtest Kritik. Und welche Kritik schätzt du am meisten, mit welcher kannst du am besten umgehen? Mit guter, richtiger Kritik, schätze ich mal. Also was war zum Beispiel ein Kritikpunkt am Projekt Holocaust, wo du sagen würdest, ja okay, habe ich so nicht gesehen, hätte ich vielleicht drüber nachdenken können oder an Hey Twitter. Nicht viel. Das meiste ging um Selbstdarstellung und so. Bei Holocaust, was ich von Anfang an kritisch fand, und ich fand, das wurde zu wenig kritisiert, ist, dass ich diese Bilder einfach genommen habe von diesen Menschen, ohne sie zu fragen. Das war auch rechtlich eine Grauzone. Das ist so etwas, wofür man mich hätte deutlich mehr kritisieren können, anstatt zu kritisieren, dass die Bilder geschmacklos seien, als gäbe es geschmackvolle Bilder vom Holocaust. Bei Hey Twitter, ich glaube, da gab es die berechtigte Kritik. Eines dieser Tweets, was ich gesprüht habe, war Islam und Intelligenz sind nicht miteinander vereinbar. Das ist ein schrecklicher Tweet, das ist ein schreckliches Ding zu sagen. Aber es ist eine Meinung. Ich glaube, das gehört nicht. Also wenn jemand das sagen will, dann ist er ein Vollidiot. Aber das muss man noch, das ist noch nah an der Grenze, aber es ist noch drin für mich. Und das war berechtigte Kritik, finde ich. Du beginnst jetzt gerade mit deiner neuen Comedy-Tour, die nennt sich German Humor. Mm. Wir schauen uns dazu mal einen Trailer an. Ja. Ich hasse Franzosen. Um von meiner Inkompetenz abzulenken, lasst uns Peniswitze machen. Das sind insgesamt 40 cm Penis. Es ist sehr viel. Das habe ich mit Pink gemeint. 17 Menschen dachten, das ist eine coole Idee, wäre einfach Buchenwald 5 Sterne zu geben. Auf dem Display meines Smartphones, ich sehe dich. Das Geheimnis für Poetry Slam ist Asthma. Ich habe viele Hakenkreuze gesehen, selten waren die richtig aufgemalt. Normalerweise sagen wir jetzt, nee, ihr fickt euch. Dann gehe ich auf Google, ich google Schrödingers Katze, ich wollte mich informieren. Auf Google so, meinten Sie vielleicht Daniela Katzenberger? I have some great fantasies with my wife, Ivanka Melania. Dance like nobody's watching.
Sing like nobody's listening. Cross the street like nobody's driving. Das sind Quittungen. Um Artemis. Nein, da kriegt man keine Quittungen. Du wirfst einen Blick von außen auf den deutschen Humor. Wie ist denn der deutsche Humor so? Ja. Guck mal, ich finde, Deutschland ist das lustigste Land der Welt. Die Deutschen, das ist das lustigste Volk der Welt. Aber unabsichtlich. Weißt du, was ich meine? Ich bin halber Peruaner. Dann weißt du ein bisschen, was ich meine. Ich glaube, ich musste Deutschland mit Humor nehmen. Das ist, weil ich kam nach Deutschland, meinem ersten Tag fuhren wir aus dem Leipziger Flughafen, dieses Dorf, wo wir dann gewohnt haben in Sachsen-Anhalt. Und wir blieben da an der Bahnschranke stehen. Und ich gucke aus dem Fenster des Wagens und da sitzt so ein Neonazi auf einem kleinen Fahrrad, so ein Mann mit einer Glatze und da hat so ein riesiges Hakenkreuz auf seiner Wade tätowiert. Und das war die erste Person, die ich in Deutschland gesehen habe. Und ich dachte mir, ja, das musst du jetzt mit Humor nehmen, dieses Land, sonst wird es echt hart. Ein Teil der Sendung ist ja, dass ich User frage oder Leute, die der Sendung Krauthausen Face to Face im Internet folgen, dass sie Fragen an meinen Gast stellen können. Mhm. Und als ich die Leute gebeten habe, eine Frage zu schicken, die sie an dich haben, gab es unglaublich viele Trolle, die sich gemeldet haben. Die meistgestellte Frage war, warum du so unlustig seist. Ja. Diese Frage stelle ich dir aber nicht. Ich erzähle einfach nur, dass es die meistgefragte Frage war. Es ist mir scheißegal, es ist mir nicht scheißegal, aber ich arbeite daran, dass es scheißegal ist. Und wir sollten auch, ihre Fragen sind auch egal, weil ihre Fragen dumm sind. Oder hat jemand von Ihnen eine schlaue Frage gestellt? Welches Shampoo benutzt du? Ernsthaft, steht hier. Mir fällt keine lustige Antwort dazu ein, weil ich unlustig bin. Hier irgendwas, wo Man draufsteht. Also random, irgendeins. Du gehst in den Laden, kaufst Shampoo. Ja. Andere Frage. Das, was da ist, es gibt nur ein Shampoo für Männer pro Laden. Ja, es gibt noch eine Sorte. Ich glaube, ich nehme das von den Frauen. Weil Frauen, da werden Männer diskriminiert, wenn es um Shampoos geht. Darauf muss man aufmerksam machen. Das ist Me Too. Das ist egal. Männershampoos, das ist das, was fehlt. Nein, ich nehme Frauenshampoos immer. Weil die einfach viel besser sind. Da gibt man sich viel mehr Mühe. Im Produkt? Ja. Und da fühle ich mich wohl mit. Also da fühle ich mich abgeholt von diesen Frauenshampoos. Ja. Okay, also wir haben eine Menge über dich erfahren. Und was liegt dir denn am Herzen? Mir? Wofür engagierst du dich? Engagierst du dich? Bist du ein Freigeist? Freigeist ist ein sehr abstraktes Ding. Also im Sinne, dass du eigentlich für dich selbst handelst oder engagierst du dich für ein Thema? Mir liegt Feminismus im Herzen. Ich würde gerne mehr zu diesem Thema sagen und tun. Auf der Bühne, auf einer lustigen Art. Mir liegt irgendwie Religionsfreiheit im Herzen, obwohl ich so wenig von Religion halte. Weil ich dennoch nicht möchte, dass Menschen aufgrund ihrer Religion diskriminiert werden. Und ich glaube, vieles davon hat gar nichts mit Religion zu tun, sondern generell mit ihrer Herkunft. Das liegt mir so im Herzen. Satirefreiheit finde ich wichtig. Und ich mag Neonazis nicht. Das ist, da engagiere ich mich, damit sie einfach ein schwierigeres Leben haben. Jeder meiner Gäste wird gefragt, ob er mitbringseln kann. Ja. Hast du was mitgebracht? Ich habe etwas mitgebracht. Das Ding ist im Internet, wir bewerten alles, ist mir aufgefallen. Wir bewerten Menschen auf Tinder, wir bewerten Menschen auf Twitter und wir bewerten Geschäfte. Es gibt Yelp, kennt ihr Yelp? Yelp ist so eine Webseite, für die es nicht kennen, da bewertest du Dinge. Du bewertest Restaurants und Geschäfte. Es gibt allerdings ein paar Dinge, die du nicht bewerten solltest vielleicht. KZs zum Beispiel
sind so eine Sache. Buchenwald hat 5 Sterne auf Yelp. Das ist echt. 17 Menschen dachten, dass es eine gute Idee wäre, Buchenwald zu bewerten. Mit 5 Sternen. Und ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn sie nur einen Stern gegeben hätten. Und dann habe ich mir die Bewertungen angeschaut. Zum Beispiel, Matze K. aus München schreibt, leider bringen die Polen es nicht wirklich fertig, hier gut organisiert die Schaden von Touristen sinnvoll zu behandeln. Die Polen sind schuld. Natürlich, die können KZs halt nicht. Oder hier, die nächste. Ein Nutzer aus Wernigerode, ist in Sachsen-Anhalt, schreibt, was es zu bemängeln gibt, ist, dass sämtliche Beschriftungen im Museum nur auf Englisch und Polnisch sind. Das Deutsche fällt dir ganz eindeutig. Boah. Ich weiß nicht. Für mich sind KZs ein bisschen typisch deutsch. Keine Ahnung. So, und dann habe ich auf TripAdvisor geguckt. Und es wurde noch viel besser. Low Service Quality, schrieb jemand. Das ist großartig. Oder hier, in das Lager kommen ist Glückssache. Ich weiß nicht, ich kenne 6 Millionen Menschen, die es nicht so sahen, aber okay. Not disabled friendly, fand ich auch super. No shit, Sherlock. Und die beste Bewertung kam von einem Typen aus London und er hat geschrieben, jetzt könnt ihr es zeigen, actually, I didn't find the trip to Auschwitz as depressing as I expected it to be. Enttäuschend. Wie traurig ist es, wenn Auschwitz nicht traurig genug ist für dich? Was muss noch passieren? Muss man da ein Musical in der Gaskammer machen für ihn? Ich weiß nicht, was da... Also ich merke, es fällt mir schwer, darüber zu lachen. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Mir wird es nicht schwer, darüber zu lachen, wenn du schlimme Witze über Behinderten erzählen würdest. Null. Weil ich weiß, dass es Witze sind. Also ich weiß auch, wie ich damit umzugehen habe. Ich merke, weißt du, wer die meisten Schwierigkeiten hat, zum Beispiel über rassistische Witze zu lachen? Rassisten. Viele, nicht alle. Es gibt viele Menschen, die einfach nicht darüber lachen können. Das ist doch okay. Aber ich merke, viele Rassisten, wenn du ihnen rassistische Witze erzählst, die fühlen sich so ertappt. Interessanter Gedanke. Schachak, vielen Dank. Ja, gerne. Es hat mich sehr gefreut, dass du mein Gast warst. Mich auch. Und man sieht sich bestimmt nochmal. Ja. Vielen Dank. Das war's auch wieder mit einer weiteren Folge von Krauthaufen Face to Face. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis bald. Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de.